Ja, Sie verwenden in Ihren Kunstwerken fast ausschließlich Zäune, und zwar Zäune von aufgelassenen Warenhäusern, Zäune von anderen Gebäuden, bei denen sie nicht mehr gebraucht werden. Was hat es mit diesen Zäunen auf sich? Wie sind Sie darauf gekommen? Zäune sind grundsätzlich Grenzen und Absperrungen, aber auch ein Raum von Möglichkeiten, weil man durchsieht, im Gegensatz zu einer Mauer. Ich habe eine Geschichte mit Graffiti und Street Art, wo man quasi gewisse Grenzen überwinden muss. Und das Grenzen überwinden bzw. Grenzen an sich ist, glaube ich, ein sehr zeitgemäßes Thema, mit dem ich mich halt sehr lange schon beschäftige. Vielleicht könnten Sie uns anhand einer Ihrer Bilder oder Skulpturen erzählen, was in Ihnen beim Entstehungsprozess vorgegangen ist und was Sie damit ausdrücken wollen. Also grundsätzlich ist die ganze Koja, die ganze dem Thema Remix gewidmet. Also es geht darum, bestehende Arbeiten bzw. Relikte aus vergangenen Arbeiten neu zu interpretieren. Und wenn man jetzt hinter mich schaut, sieht man Papierarbeiten, die aus alten oder aus schon gebrauchten Schablonen entstanden sind, die ich dann neu zusammengesetzt habe, beziehungsweise einfach aus einem bestehenden Image, aus einer bestehenden Komposition eine neue Komposition erschaffen habe und das durch eine Art Drucktechnik quasi auf Papier gebracht habe. Und die Zaunskulpturen, die man hinter mir sieht, schlagen in dieselbe Kerbe. Da habe ich Fallschirmarbeiten und Zaunarbeiten, die zur etwa selben Zeit entstanden sind, zusammengebracht und quasi neu interpretiert.